Hallo Leute, heute mal wieder mit dem Haar, aber heute mal mit dem Klamottenhaar. Das hatte ich ja auf diesem Kanal noch nicht allzu oft. Ich hatte im Sommer mal ein Klamottenhaul abgedreht, in Anführungsstrichen, aber da waren ja nicht nur Klamotten dabei. Heute sind nur Klamotten, wie gesagt, Klamottenhauls hatten wir ja noch nicht so großartig auf diesem Kanal. Das liegt eigentlich daran, dass ich selten neue Klamotten kaufe. Das liegt ganz einfach daran, dass ich versuche auf Qualität zu achten oder ich kaufe mir auf eBay mal ein, zwei Teile und da lohnt sich ja wegen ein, zwei Teilen kein einzelnes Video zu machen. Aber heute ist es mal ein bisschen mehr und ich finde es auch schwierig, was für mich zu finden, also. Es fällt mir dieses Jahr extrem auf. Ist mir im Sommer aufgefallen, dass ich schwierig was finde. Was mir am besten passt, was mir aufgefallen ist, ist Schwangerschaftsmode. Passt mir irgendwie am besten. Ja, bei normalen Sachen sehe ich immer irgendwie, entweder ist es zu groß oder ich sehe aus wie reingepresst, weil es irgendwie dann wieder zu klein ist, weil es um den Bauch rum nicht passt und ja, es ist blöd. Also es war früher leichter, wo ich noch ein paar Kilos weniger auf dem Rücken hatte, war das definitiv leichter, ja. Naja, dieses Jahr habe ich irgendwie kaum noch Winterklamotten, das liegt glaube ich daran, dass ich mal ordentlich ausgemistet habe und dass ich glaube ich meinen Geschmack auch ziemlich verändert habe. Darauf finde, dass ich einfach nicht mehr alles tragen kann, habe ich so einen Eindruck. Und auf vielen bin ich aufgrund der Gewichtszunahme auch rausgewachsen. Dann rausgewachsen, weil es einfach dann zu kurz ist. Oder passt dann halt irgendwie nicht mehr. Ich muss mir halt mal wieder was Neues anschaffen. Und da fange ich jetzt mal an. Also, ich war vor zwei Tagen schon mal in AWG und heute war ich nochmal in AWG und vor zwei Tagen habe ich mir diesen Rollkragenpullover gekauft. Also der ist jetzt ganz einfach gehalten, den fand ich aber schön, aber leider habe ich mir irgendwie viel zu groß gekauft. Obwohl es glaube ich aus der jugendlichen Abteilung ist oder aus 76 ist das. Eigentlich habe ich meistens so, bin ich jetzt in so 252 oder halt Damengröße S oder manchmal auch M. Aber da muss ich dann wieder aufpassen, dass es nicht gleich wieder zu lapprig ist oder irgendwo am Körper fällt dann halt komisch. Oder wie gesagt, bei Schwangerschaftsmode ist es meistens dann ja, auch die S oder ja, meistens die S und manchmal auch die M. Also, ich finde das schwierig. Früher hatte ich immer die XS und manchmal die S, aber ja, das ging dann alles noch. Da hat mir die 152, die 152 hat mir da wirklich gut gepasst. Jetzt muss ich immer aufhören bei der 152, dass ich nicht aussehe wie eine, ja, wie reingepresst und ja. Deshalb habe ich gedacht, ich nehme es mal größer, aber ich glaube, es gibt noch die 164, vielleicht sollte ich die mal probieren. Ja, auf jeden Fall, die ist mir ein bisschen groß, der ist mir ein bisschen groß, also das wirkt dann wie das zu, also der wirkt wie das zu. Ja, wie soll ich sagen, zu lapprig, also ich mag ja sowieso, wenn die Klamotten nicht allzu eng anliegen, aber zu lapprig sollten halt auch nicht sein.
Ja. Deshalb werdet ihr den Pullover auch gleich nochmal sehen, weil ich den heute nochmal gekauft habe. Allerdings wieder, ich weiß auch nicht, das hier ist jetzt nochmal derselbe, nur halt wesentlich kleiner. Das ist aber jetzt eine 152. Das wird wieder etwas zu eng anliegen. Aber klar, ich hätte auch die 164 nehmen können. Aber ich war mir da jetzt nicht sicher. Und ehrlich gesagt wollte ich auch nicht dreimal denselben Pulli in drei unterschiedlichen Größen haben. Deshalb habe ich mir dann eben so gedacht, gut. Auf jeden Fall habe ich jetzt zweimal denselben in zwei unterschiedlichen Größen. Wie gesagt, der eine wird ein bisschen zu weit sein. Und den ich heute gekauft habe, der wird, denke ich mal, ein bisschen wieder eng anliegen. Meine unvorteilhaften Stellen zeigen. Jedenfalls war das schon mal so bei ABG, da habe ich mir schon mal die 152 gekauft. Auch einen Winterpullover oder halt jetzt für den Herbst, besser gesagt. Und also ich sehe schon nicht schlecht drin aus, bloß er hätte halt ein bisschen weiter sein können, sagen wir mal so. Und deshalb wollte ich eigentlich vor zwei Tagen auf Nummer sicher gehen und habe zwei Nummer größer genommen, aber das war dann auch irgendwie nichts. Ja, gut. Dann habe ich mir, ja genau, das ist jetzt eine 164. Das ist jetzt hier einfach nur so ein einfarbiger. Und zwar möchte ich diesen Winter mehr solche Teile hier tragen, also solche Schrittteile oder halt auch so Ponchos, beziehungsweise will mir auch einen Poncho selber häkeln, wenn er dann diesen Winter fertig wird. Ja, und da ich solche einfarbigen Pullis oder wie die dich auch immer nennen, gar nicht mehr habe, und es diese Woche irgendwie auf Rabatt gab für, sag ich mal, für Stammkundschaft. Also bei AWG kannst du ja auch so eine Karte machen lassen, wie bei DM, sag ich mal, bloß, dass man da keine Punkte kriegt, sondern halt ein bisschen Rabatt. Und das war diese Woche halt ganz groß im Kommen. Und da habe ich gedacht, Mann, da gucke ich doch nochmal, ob ich nicht so einfache Teile finde. Ja, und da habe ich mir den hier einmal gekauft. Aber ich habe natürlich darauf geachtet, dass es nicht so teuer ist, weil ich weiß ja nicht, wie ich mich figurmäßig noch verändere. Ob ich mal schlanker, ob ich wieder schlanker werde oder noch mehr zunehme. Von daher wollte ich jetzt nicht zu viel Geld ausgeben für Teile, die vielleicht nur einen Winter halten, weil ich bin halt der Meinung, man sollte nicht immer so neue Sachen kaufen, weil wegen Umwelt und so. Und ja, klar, wenn nur alles ausgewaschen aussieht, aber bei AWG ist das ja nicht so, bei Kick ist das ja so, dass das praktisch dreimal anziehst und dass es dann halt alt aussieht. Meistens, nicht immer. Naja, gut, das hat jetzt für 7 Euro gekostet. Ich weiß jetzt aber nicht, ich habe ja noch Rabatt drauf gekriegt. Deshalb habe ich mir dann gedacht, ich hätte hier von dem Pulli, habe ich mir im Nachhinein noch gedacht, da hätte ich ja den anderen auch noch mitnehmen können. Aber naja, dreimal denselben ist vielleicht auch nicht so gut. Dann denken ja die Leute auch, hey, der hat immer nur dieselben Pullis an. Immer nur denselben. Weil es fällt ja nicht unbedingt auf, dass es eine andere Größe ist. Ja. Das sind jetzt, wie gesagt, mehr so einfarbige. Dann habe ich noch diesen hier gekauft. Ist jetzt einfach nur so einfarben. Ist jetzt auch eine 152. Das hat jetzt so 5,99 Euro gekostet. Ja, wie gesagt. Ich muss nachher erstmal anprobieren, ob das auch passt. Und ja.
und dann noch durchwaschen. Ihr kennt das sicherlich. Dann habe ich noch diesen einfarbigen gekauft. Wie gesagt, ich will das mehr als unter Dings nutzen. Das ist jetzt aber eine 164. Ja. So. Und dann habe ich noch diesen unter, also diesen Pullover gekauft. Kann man sicherlich auch so tragen. Aber ich weiß zwar nicht, ob das so langweilig aussieht an mir. Oder manche Teile sehen bei mir auch extrem komisch aus. Naja, ich werde sehen. Wie gesagt. Und ich werde dann nochmal nach so Teilen gucken. Auf eBay oder so. Bei uns ist nicht so viel Auswahl. Also wir haben ABG, wir haben zwar auch C und A und auch noch ein paar andere Klamottenläden, aber mit C und A habe ich nichts gefunden für mich und schwierig also. Ja. Weil ein, zwei dicke Winterpullover wären schon nicht schlecht, weil das meiste ist die für diesen Winter wirklich. Das meiste habe ich ja aussortiert und die paar Pullis, die ich noch habe, die sehen zwar noch einigermaßen gut aus. Ja, aber nach ein paar. Manche habe ich teilweise schon 3 oder 4 Jahre und da hat auch seinen Dienst mal getan. Allerdings sind das alles Markenpullovers. Und ich hatte wirklich so viele Anti-Sachen mal. Also nicht, dass ihr denkt, ich hatte nur 3 Teile und habe die 4 Jahre getragen. Nee, so war es nicht. Meistens hatte ich immer so viele Klamotten, die ich gar nicht alle getragen habe. Und ja, dann nach und nach habe ich die ausgewaschenen mal weg. Oder die nicht mehr gepasst haben. Oder die dann nicht mehr schön aussahen. Und deshalb hat das auch bei mir so lange gereicht. Ganz einfach, weil ich wirklich mal so viele Klamotten hatte. Ja, aber die wirklich entweder nichts mehr waren oder auch auf einen großen Teil bin ich auch ausgewachsen, dadurch, dass ich so viel zugenommen habe die letzten 4 Jahre. Was ja einerseits schön ist, da ich jetzt ein bisschen fraulicher aussehe. Aber wie gesagt, viel mehr darf nicht mehr werden, weil ja. Also ich müsste schon verhalten oder noch 1-2 Kilo mal wieder abnehmen, mal gucken. Ich hatte ja eigentlich schon mal abgenommen, aber ja. Also dieses Jahr hatte ich schon mal ein paar Kilo abgenommen und das ist auch jedem aufgefallen. Aber inzwischen sind die auch wieder locker drauf. Also ich habe mich jetzt nicht gewogen, aber das merkt man ja. Man erkennt ja seinen eigenen Körper, ja. Und das ist jetzt zwar nicht zum Anziehen, das ist jetzt nur hier noch so eine Decke. Ja, ist eine ganz niedliche Decke, ist eigentlich mehr eine Kinderdecke. Da weiß ich noch nicht, ob ich die für die Reborns nehme oder für mich zum Zudecken abends, nur für die Beine reicht die ja auch. Also die fand ich noch ganz niedlich. Wie gesagt, hätte sich jetzt auf dem Reborn-Kanal nicht ein extra Video gelohnt, wegen einer Decke. Ist das ja noch nicht gut. Das war mein Haul. Und da sage ich mal, das war's dann erstmal wieder von mir, für euch, für heute. Und jetzt bis zum nächsten Mal.